Wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Zwischenvideo hier und ihr seht schon, nichts ist professionell ausgeleuchtet. Hinter mir ist eine Wand, die sieht nicht wirklich gut aus und das hat einen Grund. Wer die Roomtour gesehen hat, der weiß ganz genau, hey, der Mann hat zwar viel in seinem Hauptraum gemacht und hat dann gesagt, hey, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt oder wenn er mal Lust drauf hat, dann macht er auch mal das Schlafzimmer. Und die Roomtour ist jetzt bald auch schon wieder ein halbes Jahr her und im Schlafzimmer ist gar nichts passiert. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen faul. Aber ich will euch das nochmal kurz zeigen und ja, ich nehme euch jetzt hier einfach mal runter. So, und da sehen wir halt nicht viel, da sehen wir das Bett, ne? Da ist auch noch die Wand und ja, der schöne fliederfarbene Ton kommt auf der Kamera gar nicht so krass rüber. Wäscheständer und ja, meine Rumpelkammer. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe einen Grund, warum ich jetzt das Schlafzimmer mache. Und auch das werde ich euch mal kurz zeigen. Denn Shigimi hat mir gesagt, ey, willst du nicht von uns mal so ein Produkt haben? Und hat mir den hier zugeschickt. Einen 4K-Beamer, der Horizon Pro. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, das Ding ist so viel wert, ich kann den nicht einfach versauern lassen. Ich meine, der hat alles, ne? 4K kann der hat eine LED-Birne, das heißt, der wird wahrscheinlich auch nie kaputt gehen. Den kann man wahrscheinlich irgendwie 10 Jahre am Stück laufen lassen, da wird nichts kaputt gehen. Und der hat hier hinten auch noch mehrere HDMI-Eingänge, einen Audioausgang, Netzwerkanschluss, WLAN, Android TV. Und da habe ich gesagt, da musst du dir jetzt aber ein bisschen mehr Mühe geben. Und genau das habe ich vor, denn so kann es hier nicht bleiben. Und drüben habe ich halt einen OLED-Fernseher und den will ich ungern wieder abbauen. Aber fürs Schlafzimmer ist der schon ganz geil, weil, wie gesagt, der hat integrierte Boxen, der hat ein krasses Bild. Ich habe das schon auf der Wand hier getestet und selbst auf der Wand, wenn die so dunkel ist, hat er ein krasses Bild. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir dafür die richtige Umgebung schaffen. Und sexy ist das Ding auch, ne? Tom tut das ganze Ding auch noch gut verpackt, also dreimal eingepackt und da kann nichts passieren. Den Karton. Ja? Dann hatten wir den Karton. Moment. Moment. Da kann man nicht meckern. Und selbst die Fernbedienung ist ziemlich hochwertig. Aber ja, ich markiere das hier trotzdem mal als Werbung, weil wie gesagt, ich darf das Ding am Ende behalten. Bloß, was gibt es denn Geileres, als ein Schlafzimmer nerdig einzurichten? Und genau damit legen wir jetzt los. Aber erstmal, ich muss hier alles ausräumen. Alter, Leute, es ist unfassbar, wie viel schon wieder in diesen Regalen drin ist. Mann, 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 Mann. Leute, ich habe ein Problem. Ich habe jetzt hier so den ersten Testaufbau gemacht und ich bin mir unsicher, ganz ehrlich, weil ich wollte eigentlich die Wand weiß streichen, wegen besserer Reflexion für den Beamer, aber das Bild ist jetzt halt schon geil. Ne? Da laufen gerade die Kollegen von Game 2 und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt noch großartig verbessern soll, aber ich gucke einfach mal, wie das aussieht. Hier seht ihr übrigens gerade den Testaufbau für den Beamer, wo der ungefähr auf welche Höhe kommt und der ist noch ein bisschen zu hoch. Man hat da zwar so eine Trapezkorrektur drin, also das heißt, dass man das Bild dann angleichen kann an den Winkel und so, aber ich hätte den schon gerne auf der Höhe, wo der optimal läuft. Mal schauen, wie ich das jetzt mache. So Leute, Testaufbau steht auf jeden Fall noch, aber jetzt geht es an Streichen. Habe ich keinen Bock auf Streichen, aber was soll ich machen? Muss sein, muss man durch und die Wand endlich mal weiß zu kriegen, ist ja auch mal was Schönes, ne? Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Oh Leute, ich sag's euch, es sind einige Tage vergangen und ich habe einiges testen können und ich habe endlich dieses Zimmer hier, naja, zumindest so weit fertig, wie ich es beurteilen kann. Und Entschuldigung für den Sound, leider ist mein Mikro ausgefallen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich habe es jetzt ein paar Mal getestet. Aber naja, ich hoffe, ihr kommt trotzdem einigermaßen damit klar. Ist ein bisschen halliger jetzt. Aber ich zeige euch jetzt mal gerne die neue Roomtour vom neuen Schlafzimmer und natürlich noch einiges
von dem guten Stück, was mir Shigimi zugeschickt hat. So, und wir starten mal ganz unspektakulär, im Grunde genommen mit dem Kleiderschrank. Ihr seht, der Kleiderschrank hat nicht wirklich die Position verlassen, das ist alles noch da, wo es mal war. Aber es geht schon hier links neben dem Kleiderschrank los, da haben wir nämlich den neuen Punkt für den Wäscheständer. Der stand immer sonst da vorne, aber jetzt habe ich da auch einen extra Platz. Und ich muss sagen, das ist schon wesentlich besser als vorher mit der alten Platzaufteilung. Dazu kommen wir natürlich hier zu meiner Sammlung und da geht es ganz oben los mit den PlayStation 2 Slim Konsolen. Einmal in der ersten Revision und einmal in der letzten Revision und hier die ganzen PlayStation Konsolen, PlayStation 1, PS2, PS3 und natürlich auch noch die Mini bzw. die Classic. Und dann geht es weiter hier mit den Sachen, die bisher keinen so richtigen Platz gefunden haben. Ich habe ja nicht allzu viele Amiibos, aber die, die mir gut gefallen haben, die wollte ich dann hier wenigstens endlich mal ausstellen. Und da geht es halt weiter mit den Special Editions von der Wii U. Dann gibt es hier noch ein paar Amiibos und endlich noch ein bisschen Platz. Ihr seht, hier ist noch ein bisschen Baumaterial am Start. Aber ja, naja, was soll ich machen, ne? Klappen wir das Ganze mal hier um. Da unten ist weiterhin das Werkzeug drin. Und hier geht es dann weiter und die Special Editions haben endlich mal einen vernünftigen Platz. Unter anderem zum Beispiel auch der hier, der war viel zu schade, um den zu verstecken. Aber wir gehen mal weiter und zwar, ihr seht schon, die Wände sind jetzt endlich alle weiß. Und hier habe ich mal wieder mein Philips Hue-Kram, den ich noch hatte, ausgekramt. Ich dachte mir so, ganz ohne LED-Beleuchtung geht es natürlich nicht. Und ich finde, dieses Weiße ist natürlich, ohne dass da der Beamer drauf scheint, mega langweilig. Aber ich habe eine große Fläche geschaffen, um hier ein möglichst großes Bild reinzukriegen. Aber ein weiteres Regal gibt es auch noch. Und dann geht es dann halt weiter mit PlayStation 4, der ersten Xbox in einem Top-Zustand. Ich glaube, ich habe die schon mal im Stream gezeigt oder so. Dann die Wii U. Dann GameCube, übrigens beides noch original verpackt und dann wird es schon wieder ein bisschen kramiger. Aber so ganz kann ich den Kram-Charakter halt nicht lassen, weil ich will auch ehrlich gestehen, ich will nicht ganz die Sachen in den Keller packen, weil nachher ziehen die da Feuchtigkeit oder so. Aber kommen wir mal zu dem, was hier noch passiert ist. Und zwar geht es erstmal los hier mit dem Bett, das ist an derselben Position geblieben und man sieht schon die Kabel und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich habe hier einige Sachen ausprobiert mit dem Teil. Unter anderem habe ich zum Beispiel meine alte Xbox One S dahingestellt wegen dem 4K Blu-ray-Laufwerk, die kann ja alles HDR und so weiter. Meine PlayStation 4 Pro, die auch endlich wieder zum Einsatz kommt, wenn ich mal hier im Schlafzimmer was PlayStation-mäßiges zocken will. Das Super Nintendo Mini und noch meine umgebaute PlayStation 1 mit HDMI und mein N64. Und ich kann euch sagen, die Sachen haben wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, machen wir das Ganze doch einfach mal an. So, an ist das gute Teil jetzt und ihr seht schon, das Bild ist einfach nur geil. Also gerade auch für einen Beamer und ich hatte den jetzt ein paar Tage getestet mit den verschiedensten Sachen, die ich da hatte. Und ich kann euch sagen, alles hat funktioniert. Sogar Input-Lag war richtig vernünftig. Und das ist schon erstaunlich, muss ich mal sagen. Denn es hat schon, ich hatte bisher nicht so einen guten Eindruck von Beamern, ehrlich gesagt. Ich habe immer auf TVs gesetzt und immer größer, aber wenn ihr auf 77 Zoll OLED gebt oder so, dann kommt ihr unter 3000 Euro halt nicht weg. Und ja, mittlerweile ist das halt eine sehr, sehr gute Alternative. Ich kann ihn euch auch nochmal hier kurz zeigen im Betrieb. Der ist halt schon sehr, ja, stylisch. Und man sieht ja hier auch, hier steht Sound bei Harman Kardon und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt da direkt unter meinem Regal liege oder sowas, dann ist es wirklich so, dass der Sound wirklich gut ist. Also man braucht keine einzelne Soundbar oder sonst was. Yeah.
Wenn ich was bemängeln müsste an dem Beamer, ist es, dass die Verstellfüßchen, die da drunter sind, die sind halt wirklich ein bisschen zu kurz. Aber was richtig geil ist, ist diese Fernbedienung hier. Und ihr seht sie halt so hier ein bisschen in dem Beamerlicht jetzt. Die ist erstens richtig gut verarbeitet. Und das nächste ist, man kann ganz einfach da drauf halten und das bedienen wie ein ganz normaler Fernseher. Und das ist halt geil gemacht, weil das arbeitet nicht mit Infrarot, sondern das arbeitet einfach mit Funktechnik. Und ich kann euch sagen, die verschiedensten Sachen habe ich wirklich ausprobiert. Egal, ob es Nintendo 64, PlayStation 1 Original, SNES Mini oder die Xbox war. Es war wirklich ein ziemlich geiles Bild. Und der Beamer unterstützt auch alles außer Dolby Vision. Das habe ich jetzt leider, oder zumindest sagt mir meine Xbox One, dass der das nicht unterstützt. Dafür halt alles mit HDR10 und 4K mit 60 Frames. Und falls ihr Interesse an dem Ding habt, der kostet zwar gerade 1700 Euro, aber wenn ihr dieses Video pünktlich guckt, dann habt ihr die Gelegenheit, das Ding noch abzugreifen für 1500 Euro bzw. 1499 Euro zum Black Friday und natürlich auch bis zum Cyber Monday. Also zwischen dem 26. November und dem 30. November. So, das war's dann aber auch schon mit dieser neuen Roomtour. Ich will mich ganz lieb bei euch bedanken und natürlich auch ganz lieb an Shigimi, die mir dieses Prachtteil hier hingestellt haben. Und ja, wenn es wieder was Neues gibt, ihr könnt gerne auch Vorschläge machen. Wir haben ja hier noch ziemlich freie Wände, hier so über dem Wäscheständer oder hier unterm Beamer, da ist ja noch ziemlich kahl. Aber ja, wenn ihr da irgendwie Interesse habt oder in irgendeiner Weise Vorschläge habt, dann gerne her damit. Dann können wir hier vielleicht noch das ein oder andere umsetzen. So, mit diesem schummrigen Bild verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich ganz lieb bei euch. Vielen lieben Dank für euren Support. Ohne euch wären so eine Placements auch gar nicht möglich, weil dann hätte keiner Interesse, mir sowas zu geben. Und ich bin absolut begeistert. Und deswegen geht natürlich als allererstes der Dank an euch. Und als zweites an Shigimi. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video und ciao.